Haben Sie schon auf iOS 16 aktualisiert? iOS 16 hat viele neue Funktionen, aber das kann den Akku sehr schnell leer machen. Um diese Probleme zu beheben, können Sie ein Downgrade auf iOS 15 durchführen. Dieses Video zeigt Ihnen, wie Sie auf iOS 15 ohne Datenverlust downgraden. Sichern Sie Ihre Daten auf Ihrem Computer. Schließen Sie Ihr Handy mit einem USB-Kabel an Ihren Computer an. Sichern Sie zunächst Ihre iPhone-Daten mit iTunes. Stellen Sie sicher, dass Sie Mein iPhone suchen vor dem Downgraden deaktivieren. Methode 1. Downgrade auf iOS 15 mit iTunes. Um die IPSW-Datei herunterzuladen, gehen Sie auf die Website und wählen Sie das betreffende iPhone aus. Wählen Sie nun iOS 15-Version aus und klicken Sie auf Herunterladen. Schließen Sie Ihr Handy mit einem USB-Kabel an Ihren Computer an und öffnen Sie iTunes. Halten Sie dazu die Shift-Taste auf der Tastatur gedrückt und klicken Sie in iTunes auf iPhone wiederherstellen. Markieren Sie jetzt in dem Popfenster die gerade heruntergeladene IPSW-Datei und klicken auf Öffnen. Klicken Sie hier auf Wiederherstellen. So, jetzt wird wieder die Version iOS 15 auf Ihrem iPhone installiert. Methode 2. Downgrade auf iOS 15 mit Reiboot. Schließen Sie Ihr Handy mit einem USB-Kabel an Ihren Computer an. Öffnen Sie Reiboot und klicken Sie auf iOS Downgrade. Wählen Sie tiefes Downgrade. Reiboot lädt das Firmware direkt herunter. Sobald der Download abgeschlossen ist, downgraden Sie Ihr iPhone auf iOS 15. Ihr iPhone wird dann zurückgesetzt. Jetzt befinden sich jedoch keine früheren Daten auf dem Handy. Hier zeige ich Ihnen, wie Sie das Backup auf Ihrem iPhone wiederherstellen können. Dieses Backup ist nicht kompatibel zu iOS 15, weil es ja mit iOS 16-Version erstellt wurde. Müssen Sie zunächst die Version in Ihrer Sicherung ändern. Drücken Sie gleichzeitig Win und R auf der Tastatur. Geben Sie %appdata% in das Pop-up-Fenster ein und drücken Sie OK. Finden Sie OMobile SYNC. Wenn der obige Befehl nicht funktioniert, können Sie einen anderen Befehl ausprobieren. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten Win und R. Geben Sie %userprofile% in das Pop-up-Fenster ein und drücken Sie OK. Wählen Sie Mobile SYNC, dort finden Sie Backup und öffnen ihn. Suchen Sie die Datei Info.plist in der Datei Backup und öffnen Sie sie mit dem Editor. Drücken Sie gleichzeitig STRG und F, geben Sie Produkt in das Pop-up-Fenster ein und drücken Sie Weitersuchen. Ändern Sie die 16.0 unten in 15.0 und speichern Sie, um zu beenden. Gehen Sie zurück zu iTunes, klicken Sie auf iPhone wiederherstellen und starten Sie Dateiwiederherstellung. Sobald die Wiederherstellung abgeschlossen ist, ist Ihr iPhone wieder einsatzbereit. Alle Ihre früheren Daten werden auf dem iPhone wiederhergestellt.